Sonja, Claudia hier. Alle anderen sind drin. Es ist spät und es regnet. Und was mache ich? Warte. Ich streiche. Das ist die zweite Bank. Naja. So sieht's gerade aus. Und der Krach. Oh, der Krach kommt vom Regen. Der ja gut ist. Also ich streiche jetzt mal. Ich mache jetzt mal den ersten Anstrich. Feierabend für heute. Oh, ist gut, dass es im Juni so lange hell ist. So, einen Anstrich habe ich geschafft. Und noch das, es ist ja eigentlich ein Gartenschränkchen, aber das haben wir immer zum Kochen. Da steht dann der Gaskocher drauf. Also das habe ich auch noch geschafft. Und jetzt reicht hoffentlich die Farbe nachher noch, morgen noch für einen Anstrich und für die Unterseite. Naja, jetzt ist Schluss. Hier nochmal so Anblick. Chain, chain, chain. Okay. Das ist unsere grüne Oase hinter unserer Sitzecke. Okay, ganz vorne ist mein Strandkorb. Der Hausherr, der will immer nicht gesehen werden. Schnell weg. So, und hier. Es ist schön. Da trinkt man gleich Kaffee. Habe ich alles angestrichen, sauber gemacht. Eine weitere Kochmöglichkeit. Ah, und die sind so schön, ne? Sind die schön? Das gibt es heute. Und hier? Jojo, Kartoffelsellerie-Püree. Ich brauche aber noch 10 Minuten für die Stunde. Guck. Wie findest du unsere blaue Ecke? Also dort ist eine Schaukel, hier ist ein Sitzplatz. Da ist der Strandkorb. Genau, mir fällt immer das Wort nicht ein. Strandkorb und da guckst du hier. Das habe ich heute gemalt, ne? Das ist so ein Delfter-Motiv. So, alles blau, blau, blau. Und hier mein Daybed. Ah, hier lässt sich's wunderbar träumen. Habe ich noch blaue Kissen. Das ist der alte Sessel. Mit dem Blau, da hatte ich mal was genäht. Der blaue Schrank zum Kochen. Und siehst du die Biene? Die ist neu, die habe ich gerade fertiggestellt. Da kommen noch Blumen hin. Ja, also ich finde das total gemütlich. Warte, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und? Schön, oder? Sonntagnachmittag. Willst du mal schnell gucken? Der Hausherr holt gerade das zweite Stück Torte. Habe ich gebacken. Gemacht. Erdbeertorte, ja. Yeah. Blaue Ecke, ne? Wie der Name schon sagt. Guckst du? Hier habe ich vorhin gechillt, herrlich. Wir haben nämlich Besuch, das Enkelchen ist da, aber noch schläft sie. Und das ist meine neueste Kreation. Das wird eine, na, was kriegen wir noch raus? Ja. Da, ja. Also ich mache da noch ein Foto von meiner Erdbeertorte. Der Hausherr kann das aber nicht leiden, wenn ich filme, wenn er da sitzt. Aber egal. Hast du einen Einblick, ne? Da hinten. Ich mache dann auch bald noch ein Video mit den Rosen. So, jetzt kommt er. Donja Claudia hier. Ich muss ein bisschen rumschreien. Ich will dir mal zeigen, was ich gerade mache. Und das regnet. Und das regnet hier auf das, guck. Auf das Dach. Und da ist das so laut. Also, ich weiß nicht genau, ob du das jetzt alles hörst, aber ich zeig dir mal kurz, wie heute mal Mittwochabend noch aussieht. Warte. Hier bin ich. Kennst du ja die blaue Ecke. Sessel, Herd. Ja, guck mal, habe ich mir
bestellt, muss ich noch anbauen. Und zwar ist das ein Moskitonetz. Und das baue ich da an, damit das mich hier vor Insekten schützt. Nämlich, wenn ich dann, das habe ich jetzt mal eingeklappt, mein Daybed, wenn ich dann nämlich so rumchille. Hier die blauen Sachen, Apfelbaum und ich will noch, was will ich noch machen? Diese Kapuzinerkresse will ich noch fertig machen, da muss noch das richtige Orange hin. Habe ich mir alles hingestellt. Und was habe ich mir noch hingestellt? Vorhin habe ich Abendbrot gegessen. Ein kleines Gläschen Rosé, ne? Dann mache ich mal weiter, ne? Alles klar. Ich glaube, ich höre für heute auf. Was sagst du? Wie findest du meine Kapuzinerkresse und überhaupt meine Wand? Ob ich da noch was hinmache? Ah, ich weiß nicht, oder? Ich gehe nochmal ein Stück zurück, dass du das sehen kannst. Ich glaube, das reicht, oder? Ja. Na da. Also, was sagst du? Schön gewonnen? So, ne? So, das war mein Video zur blauen Ecke. Wenn du meinen Kanal abonnierst mit der Glocke, kannst du gucken, ob es weitergeht. Ich habe da nämlich noch eine Ecke. Da so. Da habe ich auch schon eine Idee, was da kommt. Also, Feierabend für heute. Tschüss.